meine Lieben, jetzt gibt's mal ein Bastelvideo auf dem Grilljunkie-Kanal. Und ja, was wird gebastelt? Ich werde meine FZ wieder instand setzen, richtig instand setzen, komplett instand setzen. Dazu habe ich ja hier eine zweite geholt. Ein bisschen mithelfen wird der Alex, der verzwiebelt sich aber später dann zum Baden. Lässt mich alleine schrauben. Ja, Gott sei Dank, ich muss jetzt normal baden. Erst einmal aushusten. Servus, grüß dich. Alex, ich danke dir jetzt schon, dass du mir die Möglichkeit gibst, dass ich das hier in aller Ruhe machen kann. Tausendmal besser auf dem Parkplatz, auf dem ich jetzt auch nicht einmal mehr grillen darf. Ja, auf das hätte ich mich gar nicht verlassen, dass ich da nicht weggrillen darf. Aber das muss ich erst noch abklären. Ja. Gut, wir laden jetzt ab, ich lade das Auto aus und dann werden wir drin ein bisschen 1 Milliarde Motorräder rausgestellt haben, dass ich Platz habe, dann zeige ich euch drinnen auch noch das Plätzle. Das ist jetzt gerade bloß so die Hälfte noch. Ich habe jetzt erst einmal hier mein ganzes Zeug hergeschleppt. Aber was ich gleich noch euch zeige, was ich gesehen habe, es könnte ja sein, dass auch in dieses Schraubervideo noch was anderes mit reinkommt. Schauen wir mal. Vielleicht hat er ja was Feines, was wir draufhauen können. Dann tue ich das auch in dieses Video mit integrieren. So, nochmal ein letzter Blick drauf. Jetzt werde ich dann, sobald die auf der Motorradbühne steht, erst einmal soweit zerpflücken. Heißt komplett Verkleidungen ab. Alles mal ab, was weg muss. Von der nehme ich natürlich die schöneren Teile alle, wie zum Beispiel auch hier. Und ja, wie gesagt, erst einmal das Ding komplett zerpflücken. Und dann geht es Stück für Stück mit dem Aufbau weiter. Und wisst ihr, was richtig geil ist? Der Alex stellt mir hier sein kleines Wohnwägelchen zur Verfügung. Von 1970. Okay. Ist 1970er, da warst du noch gar nicht auf der Welt, oder? Neu, äußer 70er bin ich. Das ist Januar 71, Januar 70. Boah, 13 Monate älter als ich. Ja. Aber ich habe mich hoffentlich besser gehalten. Oh, für das Alter ist der... Nein, für das Alter ist das Ding verdammt geil. Aber du, ich habe da vorher schon was gefilmt. Und habe gesagt, vielleicht. Was genau hier dran steht. Ja, du, da hast du bei Auswahl. Der ist schon, der ist ja vorgeladen. Okay, wollen wir heute noch was drauf machen? Der. Oh. Das ist doch meine Mädels. Das ist ganz normal. Dann. Ach, du hast noch mehr? Dann hast du dieses komische Ding da noch zur Auswahl. Oh, Mieze Katze. Okay, halt. Lass abgedeckt. Und das da oben ist für mich persönlich eigentlich die Königsklasse, weil da kann ich alles drin machen. Das Smoker, ne? Nein, dieser. Ah, okay. Okay. Ja, klar. Ja, aber irgendwie muss ich ihn zumachen, also. Ja, also wenn du Bock hast. Ich hätte heute Abend vielleicht Bock. Ja, klar. Jo. Ja, gut. Du, wir grillen im Prinzip in der Woche drei, vier Mal mindestens. Ja, Leute, dann wird das Video doch kein reines Schraubervideo, sondern ein gemischtes Video. Sehr geil, freut mich. Aber ich habe das Moped schon auf der Bühne und fange jetzt mein Arbeits-T-Shirt schon angezogen. Eins meiner ersten Grill-Junkie-T-Shirts war das einmal. Und ja. Finde ich nicht lustig. Oh, schmeiß ich meine Cam auch noch runter, das Mensch. War die Ja, war die dadurch schon mal kaputt. Das hat teuer Geld gekostet. Ja gut, Platz habe ich jetzt hier herin. Moppets stehen auch schon herin und auf der Bühne. Und wie gesagt, ich fange jetzt erst einmal das Ding rupfen an und irgendwann zeige ich es euch wieder. Ich hoffe, die Cam funktioniert noch. Angefangen habe ich mit der Front, Verkleidung eben alles weg und dieses sogenannte Geweih, das was da hinten flackt, das sind jetzt zwei, das hatte ich ja schon organisiert
und einen extra Scheinwerfer. Und ja, das werde ich zuerst wieder auch zusammenbauen. Warum? Ich habe es einzeln und kann das schon mal anfangen. Aber bevor ich das jetzt wieder neu baue, werde ich jetzt zuerst noch den Tank runterbauen. Die Seitenverkleidungen alles weg, damit ich mir erst einmal das Gedönse vom Gaszug angucken kann, weil der ist ja immer nicht hundertprozentig zurückgegangen. Vielleicht finde ich da was, hoffe ich doch, dass das dann auch funktioniert. Also sprich, ich habe den Gasgriff immer so hochschieben müssen, zurückschieben müssen, dass er komplett auf Leerlaufdrehzahl gekommen ist. Nee, nicht er, sie, es, ja, genau. Und so mache ich das jetzt. Stück für Stück. Irgendwo im Hintergrund läuft eine Alarmanlage. Mir egal, geht mir nichts an. Das Geweih sozusagen, ja, das nennt sich wirklich Geweih, weil das alles aufnimmt. Ist schon wieder dran. Dach ist schon wieder drauf. Schön gerade wieder. Juhu. Scheinwerfer kann ich noch nicht rein machen, weil ich muss noch Kabelbinde hin machen. Da muss ich warten, bis der Alex wieder da ist. Und ja, jetzt werde ich wahrscheinlich doch die Vergaser runterbauen müssen, die Batterie, Vergaserbatterie, weil an diesem Wasserstutzel ist undicht, da ist mal das Wasser rausgelaufen. Und dann möchte ich den Stutzel von einer anderen FZ hinschrauben oder einfach mal rausnehmen und gucken, ob ich irgendwas sehe. Vielleicht ist bloß der O-Ring kaputt, keine Ahnung. Und ja, um das ganze Ding rauszuhieven, müssen die Vergaser runter. Tja, blöd. Eigentlich wollte ich die jetzt so drauf lassen, aber hilft nichts. Wat mut dat mut. Vergaser unten, die spritze jetzt bloß außen noch mit Bremsenreiniger ab. Das Rohr hatte ich draußen, andere O-Ringe neu gemacht, links, rechts, noch mit Dichtmasse zusätzlich und ja, ich hoffe mal, dass das Zeug jetzt dicht ist. So lange für Wasser drehe ich mich. Jo. Anderen Benzinfilter rein von der drübrigen und ja, sauber machen ein bisschen und wieder zusammenbauen. So Leute, gelaufen ist sie schon. Ja, was soll ich dazu sagen? Fußraste habe ich auch schon wieder hin. Wasser ist schon drin. Morgen dann warm laufen lassen. Heute müssen wir das nicht mehr so spät und. Im Prinzip, wisst ihr, wer da schuld ist an dem Ganzen? Ich weiß nicht, warum. Du bist mit deinem Moped bei mir vorbeigekommen und hast mir Moped geil gemacht wieder. Richtig, Gott sei Dank. Jo. Also, dieses Mal kein blödes Gelaber. Alex ist schuld. Ja gut, aber nicht an dem Unfall. Definitiv. Ja. Gut. Morgen geht's weiter. Wir machen jetzt noch einen gemütlichen Abend. Grillen sind wir leider nicht dazu gekommen. Erstens vor lauter Mopedschrauben und zweitens hat es so geile Linsen mit Spätzle und Würstle gegeben. Boah, dass ich jetzt noch satt bin. Jawohl. Okay, Leute, bis morgen früh. Da geht's weiter. So Leute, ich sage mal guten Morgen um 10 oder irgendwie sowas. Schön gefrühstückt etc. pp. Ja, ein bisschen weiter gegangen ist es schon. Sitzbank wieder drauf, die Seitenteile drauf. Oh ja, und was ich an dem Motorrad jetzt aber ganz noch gewaltig beißt, ist der rote Streifen. Ich möchte aber das Schutzblech selber drauf lassen, wegen dem Airbrush vorne drauf. Da werden wir wahrscheinlich bloß ein bisschen beilackieren. Die Schutzbleche mal wegschrauben. Jetzt müssen wir. Alex schraubt gerade da drüben mal das Schutzblech weg. Und ja, dann schauen wir uns das Ganze mal an, wie das verschraubt ist. Und ja, entweder umbauen oder eben beilackieren. Schauen wir mal, wie wir es hinkriegen. Hier hinten das Oberteil habe ich auch drauf gelassen. Reißt sich zwar ein bisschen mit dem hellblauen, aber kann man lassen. Ein bisschen beißen darf sich, aber das rote vorne am Schutzblech, nee. Gut,
Ich lasse jetzt einmal warm laufen, wächst ein Wasserhaushalt und danach dann noch an der Frontverkleidung rumbasteln. Die Scheibe will ich noch umbauen. Da muss ich noch ein paar kleine Teile kleben und so langsam dann das Ding komplettieren und später dann die andere noch fertig komplett zerlegen. Wirklich zerlegen. So Leute, ein paar Verkleidungsteile muss ich noch kleben. Einmal hier, dass die Blechmutter da wieder sauber drin hebt, weil von hinten an reinkommen ist da ganz schwierig. Hier die Ecke aufkleben, hier Ecke aufkleben, da zwei Verkleidungsteile. Ja, und das Ganze mache ich wieder mit meinem PTEC Plastbond. Das Zeug ist richtig, richtig geil. Da habe ich schon was geklebt, kann ich jetzt nicht zeigen, aber ich zeige es euch dann, wenn ich alles mal fertig geklebt habe. Genau. Ja, einen Kaffee gibt es natürlich auch in einer schönen Tasse. Und so langsam wird das Moped wieder komplettiert und dann kann ich endlich mal auf Probefahrt gehen. Ja, aber das dauert jetzt alleweil noch. 1, 2, 3 Stunden oder so. Schauen wir mal. Immer mehr wird zusammengebaut. Jetzt eigentlich bloß noch die Verkleidungen und dann, ja, ist soweit mal gut. Aber jetzt zeige ich euch noch schnell was gerade eben rausgebracht wurde. Lecker Pizza. Leute, Verkleidung ist dran. Und jetzt runter den Bock und dann kann ich auch mal einlenken. Für meinen roten Streifen habe ich mir jetzt noch gedacht, ich besorge mal eine blaue Spraydose, klebe den roten Streifen ab und mache das blau fertig. Ja, Bock runterstellen und auf den Seitenständer und dann sehe ich, ob nachher Wasser rausläuft. Und wenn das dicht ist, dann bin ich für heute soweit fertig. Fix und fertig. So Leute, das lustige Aufräumspiel hat begonnen. Erst einmal ein bisschen, also das Werkzeug komplett alles zusammenräumen. Den Bock stellen wir fürs nächste Mal gleich auf die Bühne und nachher erst einmal noch Probefahrt machen. Wasser läuft bis jetzt noch keins raus. Gott sei Dank. Und naja, da geht es halt dann demnächst weiter. Ganz genau, oder? Genau. Jo, und das nächste Mal grillen wir auch. Richtig. Definitiv gibt es dann was. Okay, dann schauen wir mal, vielleicht melde ich mich noch von zu Hause nochmal. Ansonsten sage ich jetzt schon mal Tschaikowski.